guys, what's up? The Blue Gangs is back, yo, with another part of how to play Tekken Tag Tournament 2 for noobs, for beginners. Was geht, Leute? Sorry, ich bin immer noch erkältet. Ganz kurz, weil wir hier gerade beim Character Screen sind, was ich beim ersten eigentlich schon erwähnen hätte können, aber erst jetzt mache, ist, wartet mal ganz kurz. Kann man das hier nicht einstellen? Just wait a second. Gespiegelt. Speichern. So, sieht ein bisschen weirder jetzt aus, aber jetzt ist wenigstens richtig rum. Ja. Fuck that. Anyway. Das Ding ist, hier seht ihr, ich habe ja gesagt, ihr könnt wählen, welchen Charakter ihr wollt, bla 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 bla. So, das Ding ist, es gibt verschiedene Character-Types. Zum Beispiel, die größte Difference ist zum Beispiel Leo, sie Leo, Mädchen Leo, nicht junge Leo, deutsch vor allem Leo, der einzige deutsche Charakter in Complete Tekken. Ist ein Charakter, der nicht viel abnimmt, genauso wie eigentlich Ling Xiaoyu nicht viel abnimmt, dafür aber flott ist und ziemlich krasse Strings drauf hat. Im Gegensatz zu Charaktern wie Jax, Ogre und die ganzen Muskelpakete wie Jinpachi. Das Ding ist, wieso erwähne ich das überhaupt? Oder Kuma und Panda. Das Ding ist, die sind kräftiger gebaut, die sind größer und die haben ziemlich krassen Unterschied. Wobei ihr auch achten solltet, worauf ihr achten solltet, wenn ihr einen Charakter pickt. Und zwar, die sind nicht schwieriger zu steuern, aber ihr müsst überlegen, je größer und kräftiger ihr seid, desto langsamer seid ihr. Je mehr Angriffsfläche ihr habt, desto leichter verwundbar seid ihr, versteht ihr? Ihr könnt jetzt auch so einen Charakter nehmen, genau das Gegenteil davon, wie Ling Xiaoyu. Das heißt, ihr seid flott, ihr seid nicht so breit, dass ihr so oft getroffen werdet, ihr könnt gut ausweichen, aber dafür verteilt ihr nicht so viel Schaden auf einmal. Also ihr müsst dann schon richtig viel raushauen, um genauso viel rauszuhauen, wie wenn Jinpachi jetzt nur die Hälfte von einem JC-10er-Hit macht, ja? Und diese Physik gibt's in Tekken. Daran müsst ihr denken. Daran müsst ihr auch denken, wenn ihr euch einen Charakter pickt. Ich bin weder der Freund von diesen zu, ich sag jetzt mal, dünnen Charaktern, noch von diesen zu breiten Charaktern. Ich bin eher so in der Mitte, so dieses klassische Mittelgewicht-Ding. Deswegen Jin und Law eigentlich genau die Mitte. Law ist schon ein bisschen mehr slim als Jin, aber ist trotzdem noch in der Mitte im Gegensatz zu Charakteren wie JC, Safina und sonst was. So, das war das. Jetzt nehme ich mal wieder als Gegner Brian und Dragunov. Und ich glaube, diesmal nehmen wir eine andere Stage, aber eine gute, wo man genug sehen kann. Und vor allem eine, wo ich hoffe, dass es mich nicht wegen Copyright erwischt. Brauchen wir hier jetzt die Stages? Ja, wir brauchen hier die wir brauchen hier die Wall, meine ich. Wir brauchen hier die Wall. Ein gutes Ding mit Wall Break. Nehmen wir einfach mal das, weil das ist Standard Tekken Teil. Eigentlich wollte ich noch Ground Break zeigen, aber das machen wir dann irgendwann anders. Und ihr hört immer noch raus, ich bin ein bisschen erkältet, sorry deswegen, aber ich will da endlich weitermachen. Ich will das nicht zu lange auseinanderhalten, weil sonst komme ich einfach nicht zum Ende. So. Alles klar. Mit was fangen wir an? Also Character Types, das habe ich jetzt durch. So, Casual Attacks. Ihr wisst ja jetzt, wenn ihr... Und wenn nicht, dann gebt euch nochmal Part 1. Bewegung. Und Ground Attacks. 1, 2, 3, 4. So, es gibt, also ich habe hier gesagt, in der Comment List kann man nachgucken. Jeder Charakter hat verschiedene Attacken. Das Ding ist, es gibt Attacken, die sind fast bei jedem Charakter gleich. Die gleichen sich ab, weil das so Tekken-based Attacks sind, ja? Tekken-basierte Attacken. Und zwar die Nummer 1.
ist der Hopkick. Das ist Up Forward 4. Hopkick hat so gut wie jeder Charakter. Manche haben das auch anders, wenn ich jetzt euch zeige bei Brian, aufzeichne. Ich mache genau die gleiche Motion. Bei Player 2 ist es halt, ist, weil er auf die Seite guckt, ist für ihn nicht hier forward, sondern da forward. Verstanden? Also ich drücke Up Forward 4 und da kommt das hier dabei raus. Ist zwar jetzt kein Hopkick, aber ich habe gesagt, nicht jeder, aber so gut wie. Verstanden? Zum Beispiel Dragunov hat auch keinen. Ich habe gerade die zwei genommen, die nicht wirklich einen Original Hopkick haben. Aber sag mir mal so, jetzt habe ich aus Versehen auf Aufnahme gedrückt, scheiß drauf. Sag mir mal so, locker über 70% haben so einen Hopkick. Lore hat sogar einen Crushing Hopkick. Der nimmt, da seht ihr dieses Schaden, wie viel ein Move abnimmt. So, normal Hopkick 18% und die Laws haben diesen Crushing Hopkick. Der nimmt 33 ab, also fast doppelt so viel. Ist aber schwieriger auszuführen, weil ein Empty dazwischen ist, dieses Sternchen. Wie gesagt, auf dem Comment da, was ich mache, das sieht man da gar nicht. So, was gibt's noch? Down Forward 2 ist eigentlich ein Hochheber, gerade bei Jin ist es nicht so. Viele haben das auch anders, aber normalerweise kommt sowas dabei raus. Dieses Standard Hochheben, wenn ihr jetzt keine normalen Moves oder besonderen Moves von Charakter benutzen wollt, um den Gegner hochzuheben, ist der Standard-Move dafür Down Forward 2, damit der Gegner in der Luft ist. Das heißt nicht, dass es ein Switch-Move ist, also einer mit dem roten Symbol, wo ihr direkt taggen könnt, weil ich spam gerade den Tag-Button danach, aber ihr seht, es passiert nicht währenddessen. Es ist ein ganz normaler Hochwerf-Move. Down Forward 2. So. Die meisten, bei den meisten auch, ist Down Back 4 eine Attacke von unten. Jeder hat sie anders, aber sie ist meistens von unten. Jetzt mache ich das mal mit Brian und Dragunov. Allein wegen dem Down ist es schon eigentlich von unten, aber unten kreist es was anderes. Es ist nur eine Attacke von unten. Down Back 4 ist eigentlich meistens eine Attacke, dass der Gegner, wenn es auf den Counter trifft, zum Umschmeißen, dass er auf den Boden fetzt. So, und damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Wieso redet der jetzt über Counter und was meint er eigentlich genau damit? Das Ding ist, ich habe euch ja über Punish erzählt. Und Counter zählt auch zu den Punish-Arten. Und zwar, wenn ich jetzt normal hier Down Back vordrücke, dann passiert ja nichts. Wenn es aber auf Counter trifft und die beste Möglichkeit im Training einen Counter zu üben, ist während man sich auflädt. Das kann jeder Charakter und zwar drückt ihr dabei alle vier Tasten gleichzeitig, da ich diese L und R Tasten hier oben eingerichtet habe. Das eine jeweils 1 plus 2 und das andere 3 plus 4 ist, brauche ich nur zwei Tasten gleichzeitig zu drücken. Beziehungsweise eine halten und dann die andere drücken. Und er lädt sich dann automatisch auf, ja. So, somit könnt ihr Counter-Attacks starten. Aber das ist nicht der normale Weg, um Counter-Attacks zu landen. Denn normalerweise gehen Counter-Attacks, wenn der Gegner angreift und ihr währenddessen auch angreift, aber eure Attacke zuerst trifft, oder allgemein eure Attacke ist, während der Gegner seine Attacke, eure diejenige ist, die trifft, klingt jetzt zwar kompliziert, ist aber so. Also wenn der jetzt mich angreifen würde und ich in dem Moment bar mache, dann passiert genau das, ohne dass ich mich aufgeladen habe. Counter-Attack. Da muss man ziemlich gut aufpassen, weil eine Counter-Attack kann von überall kommen. Die kann Hopkick sein, Hopkick gilt auch als Counter. Jede Attacke gilt als Counter, aber nicht jede führt zu einem Combo. So, Hopkick führt meistens zu einem Combo. Down Forward 2 führt meistens zu einem Combo. Vor allem, ich zeige es euch jetzt mal als Counter Attack. Seht ihr? So. Und jetzt als Counter Attack. Bam. Und schon könnte ich ein Combo starten. Weil, da wären wir eigentlich auch schon bei dem Thema, wie fängt man einen Combo an? Was sind die Basics der Beginn eines Combos? Es gibt zwar 10er Hits,
aber die sind meistens nur mit, also von der Mitte, und da braucht man einfach nur nach hinten laufen. Zwei Attacken sind von unten, schützt man sich, zwei von unten wieder von oben, und eine ganze Szene hat nichts gebracht. Und dann ist der andere in der Recovery Frame und ihr könnt punishen, deswegen benutzt man die eigentlich auch nicht. Weil ich kann zum Beispiel so gut wie jeden Zehner-Move auswendig, früher konnte ich es besser, als ich noch mehr in Tekken drin war, als es noch ein bisschen weniger Charaktere gab, aber jetzt haben die auch ein paar 10-Hits geändert und deswegen kann ich, sage ich jetzt mal, nur noch so die 60%, 70%, so. Auf jeden Fall entweder mit einem Pick-Up-Move hochfetzen, mit einem Mid-Counter und mit einem Down-Crush sozusagen. Also mit einer Attacke, mit einem Counter, mit dem man den Gegner von seiner Standardposition wegbringt, startet man einen Combo. Der sicherste Move ist der Hop-Kick, danach das Down-Forward 2 und zum Schluss erst die Down-Attacks. Wieso? Die Down-Attacks haben den größten Nachteil, wenn es um Recovery-Frame geht. Denn wenn die hier geblockt werden, kann man nicht nur ziemlich leicht punishen, also kontern, sondern man kann die so allein durch das Schützen so abblocken, dass das Zeitfenster der Recovery-Frame so groß ist, dass man richtig viel Schaden abbekommt. Also überlegt man sich zweimal, ob man so einen Move startet. Das überlegt man sich echt zweimal. Dann geht man lieber sicher und macht einen Hopkick, denn ein Hopkick ist so gut wie safe, vor allem der hier, den kann man nicht punishen. Weil die Recovery Frame, die ist so, das Zeitfenster ist so klein, dass man da so gut wie gar nichts, sage ich jetzt mal, punishen kann, versteht ihr? So, und jetzt zurück zum Element. Das nächste, was ihr braucht nach so einem Crushing Move, ist ein Pick-Up Move. Einen, der den Gegner oben in der Luft behält, damit ihr euren Combo extenden könnt. Weil, jetzt überlegt mal, was könnt ihr hier machen, um einen richtig guten Combo rauszuhauen? So gut wie nichts, außer unten Kreis. Oder vorne Kreis, was bei Jin richtig krass ist, weil es mit plus Down-Attack gleichzeitig ist. Das heißt, wenn der Gegner unten auf dem Boden liegt und er bewegt sich gerade, weil er irgendwie wegrollen will, er macht einfach vorne Kreis, einfach so ohne Stand, und es trifft. Und daher, weil ihr euch bewegt habt, aber nicht geschützt habt, während ich eine Attacke gemacht habe, zählt es noch als Counter. Das ist richtig krass. Und solche Attacken gibt es bei ziemlich vielen Charakteren. So. Bei Jin ist es halt krass, weil es eine richtig harte Range hat. Und vor allem durch Forward halten kommt er in eine Stance, wo er andere Attacken machen kann. So. Also, ihr startet zuerst einen Pick-Up-Move. Ein Move, der hochfällt. Dann ein, der ihn in der Luft behält. So gut wie es geht. Ihr könnt auch mehrere Sachen machen. Und dann braucht ihr einen mit dem grünen Symbol. Bam. So. Das ist Schritt 3. Das sind die mit den grünen Symbolen. Und das Ding ist, ein Combo, die sind immer ausgerechnet. Ihr könnt nicht frei nach Wahl sagen, ich mache ein 20-Hit-Combo mit 10 Moves, während der Gegner in der Luft ist. Das funktioniert nicht. Es ist automatisch schon ausgerechnet. Denn, wenn ich jetzt sowas mache hier, ja? Dann nochmal. Und dann treffe ich ihn schon nicht. Der Grund ist die Rage, weil je mehr Moves ihr benutzt, desto weiter entfernt sich der Gegner von euch. Und genau dieses Ding müsst ihr ausrechnen. Deswegen sind auch nur bestimmte Kombos möglich. Und deswegen würde hier jetzt zum Beispiel auch nicht das 1-2-3 funktionieren. Weil die Range vom 3 ist zu klein für den Abstand des Gegners. Versteht ihr? Und so rechnet man sozusagen Kombos aus. Dann gibt es halt noch spezielle Sachen, wie jetzt, wenn der Gegner an der Wand ist, dann verkleinert sich die Range natürlich, weil ihr nach vorne kommt und der Gegner bleibt an der Wand hängen. Dann könnt ihr natürlich mehr machen. Oder wenn ihr am Schluss durch den Boden crasht, dann bleibt ihr so lange in dieser Position, dass ihr nochmal hingehen könnt, ihr nochmal einen Pick-Up-Move machen könnt, ein Hochfetzen, um ihn wieder gegen die Wand zu fetzen und weiter und so weiter und so fort, ja? So, also nochmal, Nummer 1, Hochfetzen, Nummer 2, oben behalten, falscher Move, Hochfetzen, oben behalten, wieder runterfetzen zum Tag und wenn ihr es schafft, auch oben behalten, aber ich mach's jetzt mal ohne Law,
hochfetzen, oben behalten, runterfetzen und eine Folge darauf. Das Ding ist, die Folge darauf, es kommt drauf an, wie viel Gegner der Leben hat und wie viel ihr riskieren wollt. Wie viel ihr riskieren wollt. Denn ich hätte, anstatt den hier am Ende zu machen, hätte ich einfach Forward, Forward 2, um ihn wegzufetzen und fertig. Kann ich machen, wenn der Gegner ziemlich wenig Leben hat. Wenn ich ihm viel mehr abnehmen will, riskiere ich es natürlich. Aber das Ding ist, wenn ihr zu langsam seid oder wenn ihr das aus Versehen nicht packt, dann liegt der Gegner auf dem Boden. Ihr whifft, also ihr schlagt ins Luftloch. Ja, ihr trifft ihn nicht. Und während ihr die Attacke macht, hat er jetzt die Chance aufzustehen und direkt zu kontern. Und das ist das Gefährliche dabei, dieser Whiff-Punish. Deswegen überlegt man sich immer, was benutze ich am Ende von einem Combo? Warum benutze ich Back 3 und dann mit Stance Forward 1-2? Ganz einfach, weil dieses Back 3 nochmal so ein Hochheber, genau wie das hier, dieses 1 ist. Es hält den Gegner noch ein bisschen oben, so dass diese dritte Attacke, die gerade wegfetzt, dazu gemacht ist. Also, das ist eigentlich das beste End-Up, was Jin so haben kann. Wenn ich jetzt ein Law nehmen würde, also hochfetzen, oben behalten, runterfetzen und dann wieder nach vorne. Ihr seht, dieses Forward, Forward 2, was ich hier mit Law mache, das fetzt zwar nach vorne, aber es behält den Gegner gleichzeitig in der Luft. Und das liegt daran, dass es ein straightforward Move ist und keiner, der jetzt so, dann will ich jetzt sowas machen, dann wäre der Combo schon zu Ende. Wie ich im letzten Video gezeigt habe, weil zweimal diesen Tag Assault kann man nicht machen. Und darauf basieren eigentlich die Kombos, je nachdem, was ihr mit einbringt. So, jetzt nochmal, was ich im letzten Video... Sorry. Was ich im letzten Video nur ganz kurz angesagt habe, ist der Standard Tag Villain, nennen wir das jetzt mal. Und zwar, wenn ich jetzt... Sorry. Wenn ich jetzt mit Jin hochfetz und dann Tag halte, dann hat jeder seinen Standard-Move. Das war bei Law jetzt Back 4 und 3. So, bei Jin ist es Back 2 und 1. Und ihr werdet gleich sehen, ich zeig's euch extra, ich drück da echt nichts. Jeder hat so seine Standard-Moves und die sind eigentlich auch so gesehen die besten. Wenn ihr gerade so verwirrt im Kopf seid, weil der Smash so krass war, dass ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Sorry. Weil diese treffen wirklich 100%. Alter, was geht mit mir? Wirklich 100%ig. Und sie halten auch noch den Gegner für den Abschluss, wenn Law wieder drin ist, oben. Wie gesagt, wenn ihr aber Pros werden wollt und viel Damage reinhauen wollt. Fuck, nicht getroffen. Sollte eigentlich ein Forward 3 sein. Dann nimmt es auch auf jeden Fall viel mehr ab. So, und was benutzt man dann am besten? Was ist dann der beste Weg? Warum habe ich jetzt mit Jin das hier gemacht? Ihr seht, weil der Gegner hochgefetzt wird. Wenn ihr das mitten in einem Combo, während euer Partner eingetaggt wird, Moves benutzt, die euren Gegner hochfetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal einfach so, ziemlich hoch, dass der Follow-up, also das Ende des Kombos, auf jeden Fall trifft, vor allem wenn der Wand da ist. So, dann hätten wir das. Das gleiche gilt eigentlich auch, das ist genau das gleiche mit dem Wallbreak, das muss ich euch jetzt nicht zeigen, das habe ich schon im letzten Video gezeigt. Ja, genau. Jetzt nochmal, ja gut, stimmt, das zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz, weil das habe ich so gut wie vergessen, das stand nicht drin. In der Befehlsliste, die ich fast verfehlt hätte, stehen so Moves wie dieses weiße vorne und dieses schwarze vorne. Dieses schwarze F bedeutet kurz drücken, dieses weiße bedeutet halt, das Ding ist, wo ist denn hier das, Forward, Forward? Fake Step ist eine Stance, keine Sorge. So, hier ist es Forward, Forward. Hä, wieso kann ich mir das nicht anzeigen lassen? Bin ich irgendwie... Ah, ich bin im falschen Dings.
So, jetzt. Forward, forward. So. Jetzt mache ich genau den Move, der da oben steht. Seht ihr? Und wir haben nicht ein weißes Forward. Warum sind da jetzt mehrere, während ich 2-1-3 gedrückt habe? Ist, weil ich es festgehalten habe. Wenn ich jetzt eine Attacke mache, seht ihr, und ich habe nur 3 gedrückt eigentlich, steht das Forward die ganze Zeit da, weil ich es einfach festhalte. Also davon dürft ihr euch nicht verwirren lassen. Das Ding ist, was ich euch eigentlich damit sagen will, ist, dass diese weißen Forward, diese Hold Forward, unten gar nicht angezeigt werden. Nur so als Vermerk. So, dann hätten wir das durch. Jetzt kommen wir zu Sidesteps, weil ich das auch nur kurz gezeigt habe. So, nehmen wir jetzt mal ein Move, bei dem der Gegner gut whiffen kann. Dann gehen wir mal wieder auf Aufnahme. Zum Glück gibt es dieses Ding. Nehmen wir Brian. Und nehmen jetzt einfach mal Forward, Forward 2. So. So, und das macht er jetzt dann die ganze Zeit. Wenn ich es richtig aufgenommen habe. Ich nehme es nochmal auf, weil das ist irgendwie zu langsam. So, jetzt wird es vielleicht zu schnell, aber scheiß drauf. Ja, jetzt macht das. So, seht ihr? Sidestep Whiff. Und was macht ihr dann am besten? Ihr könnt einen String machen. Das ist das Sicherste. Vor allem, wenn ihr nicht wirklich wisst, was ihr machen sollt. Und wie ihr seht, das beansprucht wirklich gutes Timing. So, was seht ihr noch? Ihr seht, er greift eigentlich mit rechts an. Ja? Das heißt, links ist der beste Weg, um Zeit zu steppen. Und ich war nur mit einem Sidestep schon am Rücken eigentlich, weil ich richtig runtergedrückt habe. Ja? Wie gesagt, es kommt aufs Timing an. Und das Ding ist, für jeden Charakter gibt es eine besondere Richtung. Brian greift gern mit rechts an, Jun gern mit links und so weiter und so fort. Aber da habe ich mich jetzt auch nicht informiert und das wäre eigentlich auch zu viel für über 40 Charaktere. Am besten ist es, ihr macht es für die Seite, für die es für euch am einfachsten ist, zu sidesteppen. Wie gesagt, ihr könnt zwar auch ducken, aber dann bleibt euch nur die Wild Standing Moves. Wenn ihr aber einen Sidestep macht und nicht gerade ein String vollführt, dann könnt ihr ziemlich leicht. Seht ihr? Richtig krass. Und der Gegner kann nichts machen, aus dem Grund, je nachdem, was für eine Attacke er benutzt hat, wegen der Recovery Frame. Ihr könnt auch einen Throw machen, denn ein Throw von hinten nimmt viel mehr ab als von vorne. Ist ja klar, weil es schwieriger zu erreichen ist. So. Was passiert, wenn ich einen Sidestep mache und dann Low Crush nicht? Warum? Weil es nicht während der Attacke ist. Ich müsste theoretisch genau, wenn er mich schlägt, das hier treffen. Aber das ist ein bisschen schwierig aus dem Grund, weil der Zeitraum, also das Zeitfenster von Brian beim Schlag ziemlich klein ist. Also meistens werde ich eigentlich getroffen, wenn ich es in dem richtigen Moment mache. Pick up, down und wegfetzen. Seht ihr? Normaler Combo. So. Aber das hier ist wirklich der sicherste Move und ihr müsst es irgendwie schon sehen. Versteht ihr? Schon ahnen, so. Okay, das sieht, weil ihr jetzt forward, forward macht, das erkläre ich jetzt euch nochmal kurz, damit es so ein bisschen besser zu verstehen ist. Diese Forward-Forward-Moves, Forward-Forward-2, Forward-Forward-1 gibt es meistens nicht, Forward-Forward-3, Forward-Forward-4, sind die Attacken, die allgemein schon ziemlich viel Frames verschwenden, da ihr zweimal nach vorne erstens gehen müsst und drittens sind allgemein diese Forward-Forward-Moves die mit einer ziemlich großen Recovery-Frame. Das heißt, wenn ihr einen Gegner seht, der schon zweimal nach vorne geht, denkt ihr, okay, der benutzt jetzt einen Move, wenn er mich nicht verarscht, der benutzt jetzt einen Move, aber dazu kommen wir später. Der benutzt jetzt einen Move, der eine ziemlich große Recovery-Frame hat. Deswegen wäre das jetzt ziemlich gut, wenn ich einen Sidestep mache und ihn dann mit einem Hochfetzer punische, um einen guten Combo hinzulegen. Verstanden? Das sind sozusagen die Basics. So,
Jetzt haben wir das durch mit den Sidesteps mit dem, und mit dem Ducken. Wann benutzt man das Springen? Das benutzt man eigentlich ziemlich selten, deswegen halte ich das wirklich sehr klein. Ich mache da wirklich nicht viel. So. Jetzt. Der wird jetzt die ganze Zeit von unten angreifen. Und wann kann ich eigentlich springen? So. Da. Was kann ich danach machen? Hopkick. Trifft, weil er safe ist. Probier es mal mit Forward 4. Trifft er auch noch. Verteidigt er sich überhaupt? Nein, der verteidigt sich gar nicht. Nein, der verteidigt sich nicht. Aber normalerweise, sowas wie Forward 4 würde gar nicht mehr treffen, weil mein Zeitfenster von Forward 4 viel zu lang ist für, also, den seine, die Recovery Frame ist viel zu schnell für mein Forward 4, so gesehen, ja? Der erholt sich viel zu schnell, der kommt viel zu schnell wieder in Verteidigung, als dass mein Forward 4 nach meinem Sprung trifft. Und ihr seht, ich springe zwar im richtigen Moment, aber es trifft manchmal trotzdem aufgrund der Länge seines Moves. Deswegen ist Springen eigentlich nicht so gut, außer ihr wollt gerade drüber springen. Oder es kommt sowas wie, das muss ich aber kurz einstellen, Positionseinstellung, Spieler, Gesicht nach unten zurück. So. Und dann jetzt aufzeichnen. Fuck. Nochmal aufzeichnen. Ich drücke jetzt einfach mal Kreis und fertig. So. Wieso steht der wieder auf? I don't get that. Seitenwechsel aus. Ne, hat nichts gebracht. Wie soll ich euch denn das jetzt zeigen? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall, wenn der Gegner, ich kann es euch genau anhand eines Counter-Hits zeigen, wenn der Gegner auf dem Boden liegt und dann angreift, also zum Beispiel sowas macht und ihr in dem Moment drüber springt und dann selbst angreift, dann nimmt es erstens ein Counter, also es nimmt ein Punish, es nimmt viel mehr ab. Und zweitens kann dann sowas passieren. Wenn es Jin mal richtig... Ah nein, der macht ja das mal. Wann muss ich das drücken? Kann ich das mit Law besser machen? Nein. Muss ich dabei vorne halten? Nein. Funktioniert gerade nicht. Ja, das will ich auf jeden Fall. Könnt ihr dann den Gegner in so einen State bringen? Aber das ist gerade, wie ihr gesehen habt, ziemlich schwierig. Ich weiß gerade nicht, wieso ich es nicht hinkriege. Sorry, deswegen. So, dann ist er so dran. Bauch, so, der hat sozusagen Bauchschmerzen. Der hat einen Punish kassiert. Und das ist auch, das ist sozusagen der legal, der letzte Weg, um ein Combo auszuführen. Wieso? Ich zeig's euch. Weil er entweder direkt mit einem String folgen könnt. Oder ihr macht sowas wie ein Hopkick. Und dann ein direktes Follow-up. Ich mach's jetzt mal mit einem Down-Forward. Ja, ich mach's mit Law am besten. Hat der. Ja, genau. Nee, passt nicht. Gut, ich muss es mit Jin machen. Was hat der? Down 3 plus 4. So, seht ihr? Und es zählt als 3 Hits und gleichzeitig als Konter, weil er diese Bauchschmerzen hat. Und schon habt ihr ein Combo, der viel mehr abnimmt als sonst. 15 Hit, 133. Das komplette Leben sind. Also, wenn man zu zweit spielt, hat ein. Einer, 180. Sorry, deswegen. Und, wenn man aber alleine spielt, weil man kann ja auch nur einen Charakter wählen, dann, hat er nicht weniger Leben, er hat eigentlich genauso viel, aber dafür nimmt, wenn der Gegner mit 2 spielt und ihr nur mit 1, dann nehmen die Attacken vom Gegner, der 2 hat, sage ich jetzt mal so um die Hälfte ab. Weil sonst wäre das ja eigentlich unfair, ja? So, das hätten wir jetzt auch durch. Und jetzt, weil wir ja die ganzen Combo-Attacken haben und dieses ganze Ausweichen und so,
fragt ihr euch jetzt bestimmt, wie sieht es denn mit unten aus? Ja? Ich nehme das jetzt nochmal auf, um euch genau zu zeigen, wie das mit der Recovery Frame ist, wenn ihr langsame Moves, gefährliche Moves von unten macht. Ja? So. Starte. So. Seht ihr, wie lange der braucht, um wieder zur Standardposition zu kommen? Das sieht vielleicht für Leute, die sich damit nicht auskennen, nach wenig aus, aber das ist assi viel. Seht ihr? Direkt Punish. Und das nur... der hat nicht richtig getroffen. So, seht ihr? 70 Schaden, nur weil er was riskiert hat, was sich leicht blocken konnte. Sogar mit Wall, das heißt, ich hätte noch weitermachen können. So, und wie gesagt, wenn er nach vorne und unten geht, schützt nicht. Hinten und unten eigentlich auch nicht. Vor allem, wenn ihr nach hinten geht und dann nach unten. Das Komische ist gerade ein Vorführeffekt, weil ich kann euch locker von allen Fights, die ich gemacht habe, locker 200 zeigen, indem ich Downback halte und der Gegner mich trotzdem trifft aus dem Grund wegen der Backdash. Ich bin, nur weil ich jetzt gerade konzentriert bin, schaffe ich das früh genug abzubrechen. Aber normalerweise, wenn ihr nach hinten geht und dann nach unten drückt, passiert genau das. Das ist viel zu gefährlich, deswegen haltet mal einfach nur unten und fertig. So, und jetzt fragt ihr euch, man kann sich ja von unten schützen. Man kann aber auch von, Whiff Punish und Counter und Sidestep von oben machen. Kann man das von unten nicht auch machen? Doch kann man, und zwar, indem man nach vorne und unten drückt, und zwar nicht allgemein und wartet, bis der Gegner trifft, sondern genau in dem Moment, in dem die Attacke treffen sollte. Das ist eigentlich schon für Beginner ein Pro-Move, aus dem Grund, weil ihr genau wissen müsst, nicht wann er die Attacke startet, sondern wann sie euch trifft, so damit ihr sie abblocken könnt. Das Ding ist, ihr seht, in was für eine Position Brian da gerät, wenn ich sie abblock. Seine Füße fetzen nach oben. Das heißt, ein Tag, ja, jetzt ein Tag, also die Moves mit dem grünen Symbol und dann zu taggen, so dass Lore reinkommt, funktioniert nicht mehr. Ihr für euch müsst jetzt am besten entscheiden können, je nachdem, was für Charakter ihr habt, welche Moveliste er hat und wie gut ihr mit dem Move seid, was ihr da benutzt. Mit Jin ist es ziemlich easy. Back 3. Dreimal. Und dann Forward 1 plus 2. Forward 1, 2, nicht 1 plus 2. So. Durch ein Konter 41 Schaden, 5er Hit. Nur durch dieses Ablocken. Was dieses noch auch dazu bringt, ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ich glaube nicht, es gibt so Groundbreaking Stages, und zwar, wo der Boden an einer bestimmten Stelle kaputt gehen kann. Wenn ihr das mit einem Gegner macht, so umzuschucken, dass er so umfällt, dann gilt es, ja, weil er seine Füße ja nach oben fetzen, ist es genauso, ich mach den da jetzt mal weg, das regt mich auf, dass er so dumm auf dem Boden liegt, Positionseinstellung, da haben wir es doch. So, vorne. So. Das ist ja genau das, die gleiche Position wie so. Aber was haben wir gemacht? Wir haben ihn nach unten gefetzt. Das heißt, das hier bringt genau den gleichen Effekt. Das heißt, wenn unten irgendwas ist, was den Gegner wegfetzen sollte, also Groundbreak, kaputter Boden, wir fetzen durch. Dann seid ihr unten und dann müsst ihr gucken, dass ihr nah genug kommt. Also, stellt euch mal vor, wenn ich jetzt 1, 2, 3 lande, dass wir jetzt durch den Boden gebrettert sind. Muss ich hingehen und dann, bam, mit einem Forward Dash machen wir das meistens. Zweimal nach vorne, loslassen zum Canceln. Wenn ihr Pro seid, nach hinten, aber dann müsst ihr gucken, dass ihr dann den Follow-Up-String nicht mit dem hinten verwischt, weil sonst kommt was anderes raus. Ja? Und das wär's eigentlich schon. So. Was es noch gibt. Und was aber bei jedem Charakter anders ist und manche Charaktere eigentlich gar nicht haben, ja, ist das Parry. Bei Jin ist es, als es steht in der Comment-List, die meisten haben es entweder mit Back 2 plus 4 oder mit Back 1 plus 3. Und zwar weicht er da, das zeige ich euch jetzt schnell nochmal, aufzeichnen. So, fertig. Seht ihr? Wie ein Sidestep.
Und ihr könnt danach punishen, weil es wie ein Sidestep funktioniert. Das Ding ist, diese Art von Parry hat nur Jin. Hat nur Jin. Ohne Scheiß. Lore dagegen hat eine, bei der er eine Recovery Frame, eine ziemlich große Recovery Frame verbraucht. Das heißt, ihr könnt nicht direkt punishen, denn das Zeitfenster zum Punishen ist dabei so klein, ja, dass er wieder leicht zurück zur Anfangsposition kommt. Und damit habt ihr nicht so gut die Möglichkeiten zu punishen. So, Brian hat eine Unique Parry, also eine bestimmte, bei der er nur Fäuste blocken kann. Seht ihr? Und zwar ist es bei ihm so, zuerst parryt er eine wie Jin, aber wenn ihr dann nochmal angreift, dann schlägt er zurück. Das ist aber auch Block, also Parry und Punishbar. Dieses Blocken an sich, was er da macht, nennt man Parry. So, Dragunov hat es jetzt eigentlich auch, aber bei den meisten ist es so, dass es ein Parry Grab ist. Devil Jin, Asuka, Jun, Nina, Paul, keine Ahnung, wer die meisten Charaktere, wirklich die meisten, haben so eine Parry, dass ihr danach nicht ausweicht oder nur ausweicht und zurückschlägt, so wie bei Brian, sondern dass es in einem Grab kommt. Und dann ist der einzigste Weg, das zu blocken, ein Chicken. Aber das ist wirklich Ultimate Pro Move. Selbst die größten Pros, die Koreaner wie Nii, JDCR und die Japaner wie Nobi und, nein, Help Me ist auch Koreaner. Selbst die benutzen das, sage ich jetzt mal, in 100 Fights vielleicht ein bis zweimal dieses Chicken, weil das ist so krass. Ich kann es euch irgendwann mal erklären, vielleicht am Ende des letzten Videos. Aber das war es jetzt eigentlich für das. Ich gucke jetzt nochmal, habe ich irgendwas vergessen? Nein, damit wären wir eigentlich durch. Das nächste Mal, was ich noch hinzufüge, weil ich es nicht richtig zeigen konnte, sind die Groundbreaking, die Wallbreaking und allgemein die Wall-Combos. Und ja, damit wären wir eigentlich schon durch. Fast genau das gleiche Zeitfenster wie damals. Und Brian, du hörst jetzt auf, dich so zu bewegen wie ein Gay. Und ja, das wäre es eigentlich auch damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Word.